Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem wunderbaren Plotly Express-Tutorial. Heute mit nochmal den Histogrammen, allerdings mit dem coolen Teil davon. Ihr könnt nämlich Histogramme normalisieren. Und ja, das ist etwas, was wir heute machen wollen. Was heißt das erstmal? Nun, zunächst einmal lasst uns wieder mal Figure 8 wieder erwecken zum Leben. Und äh, Figure 9 habe ich ausgeschaltet, die brauchen wir jetzt hier gerade nicht mehr. Um, das bedeutet, was wir hier machen wollen, ist folgendes. Das hier ist Figure Figure 8. Ja, die sind einfach quasi. Ist ganz, ist ganz simpler Count. Aber bitte beachtet, dass wir hier zum Beispiel den Count von 67 haben. Total Bill zwischen 15 und 19,99. So, das ist jetzt das, was wir schon gemacht haben. Jetzt kommt die neue Magie. Und zwar, wir können hieraus eine, eine prozentuale. Berechnung machen, eine äh, Wahrscheinlichkeitsberechnung machen im Endeffekt. Wir können aber auch eine Dichte berechnen lassen. Und eine Dichte macht jetzt hier gerade nicht ganz so viel Sinn, aber wir können hier auch einfach mal eine ähm, eben diese prozentuale Wahrscheinlichkeit angeben. Und das machen wir mit histnorm. Histnorm ist genau das, wir können hier einfach percent eingeben, also histnorm gleich percent achtet auf die äh, darauf, dass es natürlich auch wieder ein String ist. Und ja, mir wäre es als halt Enum auch lieber, ich weiß, was ihr meint. Aber wir sehen hier, ähm, was dabei rauskommt. Wir sehen hier zum Beispiel, wir haben danach keinen Count mehr, sondern wir haben die prozentuale Verteilung hier in den Werten stehen. Und ja, ich weiß, äh, vom Aussehen her macht das keinen Unterschied. Aber es macht natürlich einen gigantischen Unterschied, wenn wir damit eine Website bauen und die dann sozusagen hier... Mit befüttern. Also, das heißt, wenn wir hier drüber fahren, sehen wir immer, wie viel Prozent von etwas ist. Und das ist natürlich ziemlich geil, weil man dann auch sagen kann: Okay, wir haben vielleicht eine Statistik mit Count an der Seite, das kann man hier auch erkennen. Und wir haben eine, ähm, eine Grafik, wo man eben Prozent an der Seite hat. Und das kann schon mal beim Verständnis ein bisschen besser helfen. Denn so insgesamt, wenn wir wirklich eine breite Grafik haben, ich könnte jetzt nicht sagen, ob das hier jetzt 1% oder 5% sind. Aber 1% oder 5% oder 1,63% in dem Fall, Macht schon einen kleinen Unterschied. Natürlich, wie gesagt, ich kann hier auch eine Probability Density angeben. Das heißt, wir machen das jetzt mal ganz kurz. Probability Density. Ja, das könnt ihr auch machen. Und das sieht dann so aus. Einmal kurz laden lassen und da sind wir. So, die Probability Density oder Wahrscheinlichkeits... Ähm, Wahrscheinlichkeitsdichte würde ich mal so behaupten. Äh, was, was ist das genau eigentlich? Naja, im Endeffekt, jetzt haben wir hier einen jeweiligen Wert äh, festgelegt. Das heißt, hier ist der Wert ähm, <laughs> ähm, 819,621 μ. Ja, achtet darauf, dass da μ hinten dran steht, das ist sehr, sehr viel kleiner. Hier sind wir bei 0,013, hier sind wir bei 0,05, hier 0,05 und so weiter und so fort. In der Praxis ist es jetzt so, dass die Summe von all diesen Zahlen, also diesen 0,05 und so weiter und so fort, die sollten, wenn wir alle aufsummieren, sollte das 1 ergeben. Also sowas in der Art wie Prozent. Ja, nicht ganz das, sondern ähm, ein bisschen anders. Und ähm, wenn ich das jetzt hier mal mir genauer angucke, dann sehen wir hier, das stimmt irgendwie nicht so ganz richtig. Also 0,05. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir haben hier 0,05 als maximalen Wert, ja, dann haben wir hier maximal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bins, ja. 11 mal 0,05, sagen wir 10 mal 0,05, weil die Werte hier sind ja deutlich unter 0,5. 10 mal 0,05 ist offensichtlich 0,5, das heißt hier stimmt irgendwas nicht so ganz. Und das liegt einfach daran, dass ich hier die Number of Bins von Hand eingegeben habe. Die sollten eigentlich da nicht sein. Die harmonieren nicht gut miteinander. Jetzt stimmt der Wert wiederum. Das heißt, wir lassen es quasi automatisch das Ganze angeben. Und sehen hier 0,002, 0,002, okay, okay, okay. Aber wenn wir das jetzt mal ungefähr aufsummieren würden, dann würden wir insgesamt, wenn wir alle Zahlen aufsummieren, bei 1 rauskommen. Das nennt sich Probability Density. Aber wie gesagt, der kleine Kniff hierbei ist wichtig, dass wir die Number of Bins nicht von Hand angeben müssen oder dürfen. Ich würde, also ich persönlich bevorzuge eigentlich den Percent-Wert hierbei. Das ist aber einfach nur Präferat Präferierung meinerseits, weil ich mit Prozenten irgendwie mehr anfangen kann als mit der Wahrscheinlichkeitsdichte. So, aber ich will euch noch was zeigen in diesem Video. Und zwar, ihr müsst nicht die sogenannte Count-Funktion hier drauf anwenden. Im Endeffekt, wenn man sich das jetzt mal so überlegt, ja, dann haben wir ja bislang einfach quasi so eine Art Map gemacht, also ein Python Map und haben eine Funktion angewendet auf alle Elemente, die in ein Bin gehören, nämlich wir haben sie gezählt. So, was könnten wir noch machen? Und das hat man sich auch gedacht bei Plotly ähm, und man hat einfach gesagt, ey yo, wir können einfach hier Tip verwenden. Also wir machen das jetzt noch mal ganz kurz. Y gleich Tip und die Hist-Norm, die lassen wir jetzt hier mal ganz kurz raus, auch die Number of Bins lassen wir raus. Wir nehmen jetzt allerdings hier eine andere Funktion, die unser Histogramm verwenden soll, und zwar die Histfunk. So. Die normale Histfunk ist Count langweilig. Andere Histfunks werden aber zum Beispiel auch AVG für Average und wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir dann sehen wir, dass wir hier die durchschnittliche Entschuldigt bitte, mir ist gerade eine Katze über die Tastatur gelaufen. Das meine ich tatsächlich ernst. Ähm, was wir jetzt hier haben, ist eine Average-Funktion angewendet auf Tipp. Das sehen wir hier auch an der Seite Average of Tip. Das bedeutet, wir haben hier auf der linken Seite ähm, durchschnittliche Tipp 1. Ja gut, gibt es auch nur 1. Ne? Aber wir sehen hier auch zum Beispiel 2,206, 1,821, 1,87 und so weiter und so fort. Die durchschnittlich, das durchschnittliche Trinkgeld ist sozusagen angekommen. Und wir sehen natürlich, je höher die Bill, Insgesamt auch ist, desto höher wird das Trinkgeld. Außer hier gibt es einen kleinen Ausreißer. Da ist das Trinkgeld nämlich nur 3 gewesen. Der war ein bisschen geizig. Ja, und sowas könnte man jetzt natürlich auch noch nach Color äh, machen. Kala ist gleich ähm, Sex. Ja, ja, da fehlt das Komma. Es tut mir sehr leid. So, Komma. Und. Und das sieht dann so aus. Hier sehen wir die durchschnittlichen Trinkgelder nach Frauen bzw. nach Männern. Und wir sehen durchschnittlich gibt hier, zumindest in diesem Datensatz, ja, der ist natürlich nicht repräsentativ, das ist der, der mitgeliefert ist, aber durchschnittlich sehen wir hier, was eigentlich passiert. Also ähm, Mann 2,8 ähm, während Frau 2,84. Da gibt die Frau definitiv mehr. Hier sehen wir aber Frau ähm, vier, äh, Mann 4,64. Äh, Frau 5,01. Hier gibt auch wieder die Frau das mehr Trinkgeld. Aber hier die großen Dinge, da haben wir halt leider keinen Datensatz für die weiblichen äh, Trinkgelder. Und natürlich, das ist jetzt nur ein Beispiel-Datensatz, das sollte eigentlich niemanden irgendwie sauer aufstoßen. Ich möchte nochmal trotzdem hinweisen darauf, dass der Datensatz A nicht von mir ist und B natürlich äh, interpretiert werden muss und C äh, sehr, sehr klein ist. Also da sind nicht viele Daten drin. Aber so könnte man natürlich über einen Datensatz dann vielleicht Informationen geben, Gibt eine Frau mehr Trinkgeld, gibt ein Mann mehr Trinkgeld, äh, wann kriege ich das meiste Trinkgeld, also nach dem Tag sortiert, das kann ich hier natürlich auch machen über den Day, ähm, wann, also an welchem Tag kriege ich mehr, bei wie viel Rechnung kriege ich wie viel Trinkgeld. Hier sehen wir zum Beispiel, ähm, was haben wir denn hier? So, sieht für mich aus, als wäre Donnerstag tatsächlich der Tag, wo man am meisten Trinkgeld bekommt. Während Sat äh, Saturday, sorry, <laughs> Samstag meine ich natürlich, ist eher so ein niedriger Tag. Aber wie gesagt, das ist hier auch wahrscheinlich dem sehr, sehr kleinen Datensatz geschuldet. Aber solche, solche Schlüsse könnte man dann vielleicht rausziehen und dann macht vielleicht ein Unternehmen auch seine Entscheidung darauf fest. Also zum Beispiel zu sagen, hey yo, wenn wir montags eh quasi kein Geld einnehmen, weil die Rechnungen A zu klein sind und B, das Trinkgeld auch super klein ist, je, dann machen wir halt Ruhetag und machen Sonntag lieber auf. Irgendwie sowas kann man da natürlich rausziehen. Okay. Übrigens, falls ihr euch jetzt fragt, wie man vielleicht mehr als nur eine Farbe da verwenden kann, das geht durchaus. Wir haben hier hier einmal Geschlecht und einmal haben wir die Eigenschaft, ist Raucher oder ist nicht Raucher. Und das können wir tatsächlich auch machen. Wir können hier die sogenannte Pattern Shape festlegen und zwar basierend auf Smoker zum Beispiel. Ähm, ist auch eine relativ interessante Fragestellung. Geben eigentlich Raucher mehr Trinkgeld oder weniger? Und da sehen wir hier natürlich auch, okay, wir haben hier einmal Smoker Yes, die geben 2,39 durchschnittliches Trinkgeld ähm, ähm, bei einer Rechnung von ein bisschen mehr als 30. Ähm, beziehungsweise von 30 bis 32, während die Nichtraucher, die geben scheinbar 5,0 Trinkgeld. Frauen hatten wir nur Raucher, die geben 3,09. Also es ist super, super stark abhängig natürlich von eurem Datensatz, aber ich wäre tatsächlich gespannt auf Ergebnisse von einem sehr großen Datensatz. Und hier sehen wir eben dieses Schraffierte, das ist tatsächlich das, was... Ähm, ja, was Raucher ist und das nicht schraffierte, das ist quasi ohne Raucher. Und so kann man das quasi auch noch mit reinpacken. Also eine Kategorie mehr zum unterscheiden, um den Datensatz halt ein bisschen vollständiger auszunutzen. So, das soll es erstmal gewesen sein. Mir ist klar, dass es mehr als nur Plotly Express hierbei gibt. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Histogramme zu erstellen. Das hier ist eine von vielen Varianten und ja, ich glaube, das ist die Variante, die eigentlich für die allermeisten hier ausreicht. Vielleicht, wenn diese Serie wirklich gut ankommt, das dürft ihr mir gerne sagen, dann können wir da auch noch tiefer ins Detail gehen und vielleicht die aufwendigeren Sachen auch noch reinpacken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.